Hallo und willkommen zur Fortsetzung der Diskussion zu Client-Server-Systemen und ihren Verbesserungsmöglichkeiten. In diesem Video fangen wir an, über die Verbesserung des Durchsatzes eines Servers zu sprechen, indem wir den Server redundant replizieren, auf mehrere Instanzen verteilen. Dazu müssen wir uns zunächst einmal über die Struktur unterhalten. Danach reden wir über die Balancierung von Last zwischen solchen replizierten Servern. Schauen uns das Domain Name System als einen kleinen Ausflug in das Verteilen in Weitverkehrsnetzen an und sprechen zum Schluss dieses Abschnittes 4 innerhalb dieses Kapitels über mögliche Policies, über mögliche Vorschriften, Richtlinien für ein solches Lastbalancierungssystem. Zur Erinnerung möchte ich Ihnen nochmal den Server ins Gedächtnis rufen. Fangen wir mit einem ganz, ganz einfachen Webserver an. Wenn es kein Webserver ist, ist das egal, es läuft auf das Gleiche hinaus. Der allersimpelste Fall ist doch, Sie haben einen Server, der auf eine TCP-Verbindung an einem Socket wartet, Kommando entgegennimmt, Kommando verarbeitet, auf Platte zugreift, Resultat liest oder Resultat berechnet, über die TCP-Verbindung zurückschickt und die Verbindung wieder löst und in einer Endlosschleife wieder oben auf die nächste Verbindungsanfrage wartet. Das ist sicherlich sehr einfach und das wird auch funktionieren. Es wird aber unter Leistungsaspekten zweifellos problematisch sein. Sie haben Latenz und Leerlauf Ihres Prozessors, wenn Sie auf Platte zugreifen. Sie haben möglicherweise hohe Wartezeiten, wenn Sie auf komplizierte Programme durchführen müssen, um die Antwort zu verarbeiten. Sie haben keine vernünftige Möglichkeit, mehrere Cores in Ihrem Prozessor zu benutzen und so weiter und so weiter. Deswegen haben wir uns ja bereits in einer Vorlesung Betriebssysteme über etwas wie einen Multithreaded-Server-Entwurf unterhalten, der grob wie folgt aussieht. Das ist hier leider etwas klein geraten, aber ich hoffe, Sie können es trotzdem lesen. Wir haben unseren Serverprozess. Das hier soll ein einzelner, kompletter Prozess sein. Das ist nicht auf verschiedene Maschinen aufgeteilt. Wir haben innerhalb dieses Prozesses etwas, was man etwa einen Dispatcher-Thread nennen könnte, der die Anfragen entgegennimmt, diese Anfragen auf einzelne Worker-Threads verteilt, die jetzt die Interaktion mit der Platte, dem Hintergrundspeicher machen, die das Resultat berechnen etc., das Ergebnis gegebenenfalls an den Dispatcher zurückreichen und von dort wieder das Ergebnis an den Klienten zurückschicken. Das kennen Sie aus Ihrer Betriebssystemvorlesung oder SSSP oder KMS, das ist sicherlich Ihnen wohl vertraut. So, was passiert, wenn dieser Multithreaded-Ansatz einer Server-Implementierung jetzt immer noch zu langsam ist? Es ist ja immer noch ein monolithisches System. Aus Betriebssystemsicht sehen Sie vielleicht die Threads, aber was Zustand und Speicher angeht, ist es immer noch ein Monolith. Wie können Sie einen Monolithen skalieren? Naja, Sie brauchen eine größere Maschine, mehr Kerne, schnellere Taktrate, mehr Speicher und so weiter. Sie können ein Scale-up durchführen. Mit den bekannten Limits, HAL 9000 Klasse Maschinen sind schwer zu bekommen. Also, wenn wir jetzt uns am Kopf kratzen und fragen, wie können wir aus den Grenzen einer einzelnen Maschine ausbrechen? Eine einzelne Maschine können wir mit diesem Multithreaded-Ansatz vollständig auslasten. Aber wenn wir davon ausbrechen wollen, müssen wir die Struktur aufbrechen. Wir müssen aus dem Scale-up ein Scale-out machen, also den Monolith in einen Microservice verwandeln, indem wir unsere Serverstruktur in einzelne separate Teile auseinandernehmen. Und diese einzelnen Teile haben sich ja schon angedeutet. Ich habe diesen Dispatcher und ich habe die Arbeiter. Ist es nicht naheliegend, die Arbeiter, da steckt das Wort Arbeit drin, auf einzelne Maschinen zu verteilen, die tatsächlich die Arbeit durchführen? Vielleicht brauche ich immer noch so einen Frontend-Dispatcher-Struktur, um Anfragen entgegenzunehmen. Ich muss ja dem Client sagen, mit wem er reden soll. Aber dann bin ich zumindest mal ein paar Performance-Bottlenecks, Flaschenhälse losgeworden. Schauen wir uns an, wie das aussieht. Also, ich möchte gerne mehrere Server, gerne auch mal eine Server-Farm genannt, in folgender Weise benutzen. Ich habe mein Frontend auf einer Maschine laufen. Es sind jetzt Maschinen, ich zeige jetzt hier Maschinen, auf einer Maschine laufen. Verbunden über ein lokales Netz, vermutlich mit einem Router oder Switch, an dem tatsächlich hier die Anfragen ankommen werden und hier über diesen Router-Switch zu diesem Frontend propagieren. Dieses Frontend-Prozess auf einer Maschine wird andere Worker auf anderen Maschinen benutzen, die vielleicht multithreaded oder nicht sind. Das kann mir aus dieser Perspektive gerade egal sein.
wird andere Worker auf anderen Maschinen benutzen, an die die eigentliche Aufgabe weiterleiten und von dort die Antwort zurückerwarten und über Router zurück an den Klienten leiten. Die spannende Frage und das, was uns jetzt im nächsten Video eine Weile beschäftigen wird, die spannende Frage ist, wie stelle ich sicher, dass für einen Klienten diese Struktur hier nutzbar ist, ohne sie im Detail zu kennen? Wie stelle ich auch sicher, dass jetzt hier der Punkt, wo das verteilte System an das Rechnernetz stößt, an das lokale Netz, an das Internet stößt, dass hier alles richtig zusammenspielt? Wir müssen uns den Zusammenhang mit TCP/IP anschauen, mit dem Weiterleiten von Paketen, mit andererseits dieser Struktur der mehreren Worker-Maschinen, die durch ein Frontend betreut werden sollen. Warum brauche ich ein Frontend? Ich brauche es vielleicht nicht unbedingt, aber es wird sich gleich als nützlich erweisen. Es wird andererseits auch wiederum ein Hindernis erweisen. Es stellt intuitiv den Point of Contact, den Ansprechpartner für meine Klienten dar, den ich an einer Stelle, den ich veröffentlichen kann, mit dem Klienten Kontakt aufnehmen können. So, und wie wir diese Mechanismen hier jetzt hier realisieren, das wird das nächste Video im Detail besprechen. Erstmal danke fürs Zuhören.